Er ist in Gesetze und Maßnahmen des Staates gegossen und baut so Grenzen zwischen den Menschen auf. Die führenden Industrienationen bauen ihre Außengrenzen zu hochmilitarisierten Bollwerken gegen Flüchtlinge auf. Denn in die Zentren des Kapitalismus sollen nur diejenigen schaffen, die für das nationale Kapital verwertbar sind. Doch die Grenzen bleiben nicht außen. Rassistische Sondergesetze wie das Asylbewerberleistungsgesetz ziehen diese Grenzen bis weit ins Innere der Gesellschaften hinein, bis in unsere unmittelbare Nähe und unseren Alltag. Als Bewegungsverbote, als Einschränkung der Selbstbestimmung über den Wohnort und über die Dinge des täglichen Bedarfs. Doch wie jedes Herrschaftssystem produziert der Rassismus nicht nur Unterdrückung, sondern auch Widerstand. Tagtäglich überwinden Flüchtlinge die Mauern der Festung Europa. Tagtäglich wehren sich Flüchtlinge gegen die Zumutung dieser rassistischen Gesellschaft. Sie verweigern der Abschiebemaschinerie die Zusammenarbeit. Sie entziehen sich der Abschiebung durch den Gang in die Illegalität oder die Schutzehe. Und sie wehren sich gegen ihre erzwungenen Lebensbedingungen. Flüchtlinge im gesamten Bundesgebiet organisieren sich selbst und kämpfen gegen ihre Unterbringung in Lagern, gegen die Sachleistung und für eine Arbeits- und die Aufenthaltserlaubnis. Sie vernetzen sich mit anderen Flüchtlingen und UnterstützerInnen, organisieren Demonstrationen, verstoßen dabei bewusst gegen die Residenzpflicht. Sie treten in den Hungerstreik und verweigern die Annahme der Essenspakete sowie die Arbeit in Lagern. In ihrem Kampf gegen rassistische Sondergesetze im Speziellen und gegen rassistische Herrschaft im Allgemeinen wollen wir die Flüchtlinge unterstützen. Denn eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, eine solidarische Gesellschaft, ist nur durch die Aufhebung aller Herrschaftsverhältnisse möglich. Praktische Solidarität. In den kapitalistischen Zentren im Hier und Jetzt. Denn es ist dieses System, das sich den Rassismus zur Steigerung des Profits nutzbar macht. Es ist dieses System, das die Lebensbedingungen in vielen Ecken dieser Erde so beschissen macht, dass Menschen die Risiken und Strapazen illegaler Migration auf sich nehmen. Also auf geht's, wir sehen uns auf den Barrikaden. Beteiligt euch alle bei den Abolish Racism Aktionstagen vom 9. bis 11. Juni in Berlin.